Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute gibt's ein neues Video. Heute mal kein Video, was euch so ein bisschen gute Laune bringen soll oder euch unterhalten soll, sondern das ist ein Abstimmungsvideo. Genau, denn oben rechts, ja, ich glaube, es ist oben rechts, in der Ecke auf dem kleinen i findet ihr ein paar Umfragen, ein paar Abstimmungen. Keinen Schock kriegen, dass es so viele sind. Ich glaube, wenn ich mich nicht verzählt habe, dass es ganze 12 Umfragen sind, die ich da reingepackt habe. Entschuldigung, bin immer noch krank. Es geht einfach nicht weg, der Husten. Und ja, es wäre schön, wenn ihr daran teilnehmen würdet bei den Umfragen, weil je mehr teilnehmen, desto besser natürlich. Und ja, da ist natürlich die Frage, warum mache ich denn eigentlich so ein Abstimmungsvideo? Hat den Grund die Antworten, die dann am Ende dabei rauskommen? Das würde ich dann gerne in einem Podcast diskutieren. Sprich, ich würde gerne wissen, wie die Star Stable Community so tickt, beziehungsweise die dann da oben abstimmen. Also stimmt ja nicht die komplette Star Stable Community ab, sondern nur wirklich diejenigen, die hier dieses Video gucken, wenn überhaupt. Es werden bestimmt nicht alle abstimmen. Also ihr müsst natürlich nicht abstimmen, aber wenn ihr abstimmt, dann seid wenigstens ehrlich bei euren Antworten, ne? Und genau, ja, wie gesagt, die Antworten, die Auswertung sozusagen, werde ich in einem Podcast vortragen und werde dann natürlich auch meine Meinung dazu kundtun. Und natürlich mache ich das mit euch. Also ja, ich stelle jetzt, was haben wir denn heute? Ich glaube, heute ist Freitag, wo ich das Video hochlade. Heute am Freitag, wie gesagt, lade ich das Video hoch. Dann könnt ihr bis nächste Woche Freitag abstimmen. Also knapp über eine Woche habt ihr Zeit. Nach dieser Woche werte ich dann die ganzen Abstimmungen aus und diese Auswertung werde ich dann in einem Podcast mit euch zusammen vortragen, weil einen Podcast allein zu machen, finde ich irgendwie ein bisschen langweilig und deswegen möchte ich euch da ein bisschen mit integrieren und ich werde euch natürlich noch den Discord-Link, wo ich dann den Podcast mit euch durchführen werde, ist natürlich in der Videobeschreibung und verzeiht. Genau. Also ein Podcast mit den Auswertungen, mit den Ergebnissen. Ich werde natürlich meinen Senf dazugeben. Diejenigen von euch, die mit mir mitquatschen wollen, können natürlich auch ihren Senf dazugeben oder einfach nur zuhören. Macht es, wie ihr wollt. Wann der Podcast stattfindet, werde ich euch natürlich noch rechtzeitig ankündigen. Und dann, wenn ich den mache, werde ich das auch nochmal auf Instagram, auf YouTube und in Discord nochmal schreiben. So wie hier in 5 Minuten geht der Podcast los. Wer gerne dabei sein möchte, der kann bitte mit mir quatschen. Und ja, genau. Ja, zu den Abstimmungen. Was möchte ich denn eigentlich von euch wissen? Also, die erste Frage von mir an euch lautet eigentlich, wie alt ihr seid. Also, wie alt sind denn eigentlich die Spieler, die Star Stable spielen? Seid ihr noch 10 Jahre oder jünger? Dann macht ein Kreuz oder macht ein Häkchen oder klickt unter 10 Jahre an. Wenn ihr 10 bis 18 Jahre alt seid, klickt ihr das an. Wenn ihr älter als 18 seid, klickt ihr eben das dritte an. Meine zweite Frage wäre dann, ja, welches Spielerlevel seid ihr denn eigentlich? Habt ihr mit Star Stable gerade erst neu angefangen? Heißt, seid ihr Spielerlevel 1 bis 10? Seid ihr im Durchschnitt vielleicht Level 10 bis 15? Seid ihr vielleicht etwas fortgeschrittener, etwas weiter? Also so Spielerlevel 15 bis 20? Oder seid ihr die Alteingesessenen, die wirklich schon seit Jahren Star Stable spielen und seid eben Level 20 oder höher? Also 21, 22 und so weiter. Genau, meine dritte Frage wäre dann, soll es eine Spielerlevelgrenze geben? Sprich, ja, bis jetzt gibt es ja keine Spielerlevelgrenze. Also, ja, ich glaube, das höchste Level, was man wirklich je in Star Stable erreichen kann, ist 22. Entschuldigung. Also, ich kenne jedenfalls keinen Spieler, der Level 23 erreicht hat. Wenn ihr einen kennt, schreibt mir das bitte mal. Also, Level 23 muss man echt schon vom allerersten Tag an Star Stable gespielt haben. Und ja, also soll es eine Spielerlevelgrenze geben? Sagt ihr ja unbedingt. Also alle Spieler können nur bis Level 20 kommen, dann ist Schluss. Sagt ihr, nee, das ist Quatsch, eine Spielerlevelgrenze. Oder sagt ihr, no, es ist mir eigentlich egal. Ne? So, dann die vierte Frage wäre, erscheinen zurzeit viel zu viele Pferde im Spiel? Sagt ihr, ja, es sind auf jeden Fall viel zu viele, man kommt gar nicht hinterher. Sagt ihr, nein, sind nicht zu viele. Sagt ihr vielleicht sogar, ja, es könnten mehr Pferde sein. Oder sagt ihr, oder sagt ihr, naja, wenn alle paar Monate mal ein paar Pferde rauskommt, dann
dann reicht das auf jeden Fall schon. Die fünfte Frage wäre, wie findet ihr eigentlich die zeitlich begrenzten Pferde? Also sprich die Pferde, die wirklich nur zu Events zum Beispiel rauskommen, also zu Halloween, zu Weihnachten, zum Tag der offenen Tür, zu Ostern oder was auch immer. Sagt ihr, ja, ich mag diese zeitlich begrenzten Pferde? Sagt ihr, naja, geht so, ich kann damit leben? Oder sagt ihr, naja, das ist eher unnötig, dass diese Pferde nur zu einer bestimmten Zeit käuflich sind? Ne? Meine sechste Frage an euch wäre dann, mögt ihr es eigentlich, eure Pferde zu leveln? Sagt ihr euch, oh ja, ich habe sehr viel Spaß dran? Sagt ihr, naja, es ist so lala, kann man machen? Oder sagt ihr, ach nee, ich hasse es eigentlich, Pferde zu leveln. Warum gibt es das überhaupt in Star Stable? Ja, dann meine siebte Frage lautet an euch, wie findet ihr eigentlich so die Updates, die zurzeit im Spiel erscheinen? Gefallen sie euch gut? Findet ihr, es könnte besser sein? Oder findet ihr die ganzen Updates zurzeit eher langweilig und Star Stable sollte sich dann doch besser etwas anderes einfallen lassen? So, meine nächste Frage wäre dann noch, das wäre die achte Frage. Ja, soll SSO den Update-Rhythmus beibehalten? Weil bis jetzt kommt ja wirklich jede Woche Mittwoch ein neues Update. Und findet ihr das gut? Also sagt ihr ja, jede Woche auf jeden Fall, sonst ist es ja relativ langweilig im Spiel. Ist es euch egal oder findet ihr lieber, dass es einmal im Monat kommen soll und dafür aber ein bisschen mehr reingepackt wird ins Update? Dass also man ein bisschen mehr mit einmal zu tun hat im Spiel, sozusagen. So, meine neunte Frage an euch wäre dann, was sagt ihr denn zu den Preisen im Spiel, zu den Starcoins-Preisen? Findet ihr das gut, weil irgendwo muss ja Star Stable die Einnahmen hernehmen? Sagt ihr so, naja, klar, sind teuer, aber manche Preise gehen ja schon. Oder sagt ihr, nee, das ist einfach alles viel zu teuer, das kann sich doch kein Schwein mehr leisten. Sorry für den Ausdruck. Ja, dann meine zehnte Frage an euch. Soll das Maximum der Schillingsgrenze erhöht werden? Weil wir können ja bis jetzt nur Jorvik-Schillinge bis 10.000 Schillinge ansammeln. Und ja, findet ihr das gut? Oder sagt ihr, ja, die Schillingsgrenze ist gut? Seid ihr euch da nicht so sicher mit der Schillingsgrenze oder sagt ihr, pff, die Schillingsgrenze ist mir eigentlich egal, ob es da eine Schillingsgrenze gibt oder nicht, weil ich kaufe eher als mit Starcoins. Ja, dann meine elfte Frage an euch wäre, was soll denn SSO unbedingt als nächstes reinkommen? Also was wäre euch jetzt so mit am wichtigsten oder worüber würdet ihr euch am meisten freuen, wenn es reinkommen würde? Wäre es, oh Gott, ich kann nicht sprechen. Verzeihung. Findet ihr ein neues Charakterdesign wäre schön? Also, dass unser Charakter endlich mal so schön aussieht wie die neuen, wie heißen sie? Wie die neuen Soul Rider, oh Gott. Also, wie Alex, Anne, Lisa und Linda. Oder sagt ihr, nee, mir wäre lieber. Also mir wäre ein neues Gebiet lieber, weil mehr erkunden und so, neue Quests und alles. Es wäre viel cooler. Oder findet ihr es toll, euren Oh Gott, was ist los? Entschuldigt bitte. Oder findet ihr es gut, euren Heimatstall selbst zu dekorieren, weil ihr seid ja sowieso relativ oft in euren Heimatstall und so eine kleine persönliche Note einzubringen, wäre schon echt cool. Oder sagt ihr euch, neue Pferdeausrüstung wäre am besten, weil man verbringt ja sowieso die meiste Zeit auf dem Pferderücken und neue Ausrüstung, mehr Auswahl, von mir aus auch mehr Accessoire für den Kopf oder für den Schweif oder vielleicht mehr Schmuck am Sattel generell oder so wäre vielleicht doch cooler. Vielleicht ein komplett neuer Sattel oder Zaumzeug oder was weiß ich. Also neue Pferdeausrüstung wäre vielleicht so euer Ding. Dann natürlich meine allerletzte und vielleicht auch wichtigste Frage. Seid ihr mit SSU zufrieden? Ja, ich bin mit dem Spiel zufrieden. Naja, geht so, könnte besser sein. Oder nee, das Spiel nervt mich sowas von ab. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, das sind so die 12 Fragen, die ich an euch stelle. Wie gesagt, heute ist Freitag, heute beginnt die Umfrage. Macht gerne mit, je mehr mitmachen, desto besser. Ihr müsst natürlich nicht alle Fragen, wie gesagt, beantworten oder dran teilnehmen. Aber wenn ihr draufklickt, dann bitte seid mit eurer Antwort ehrlich. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, wie gesagt, eine Woche habt ihr Zeit, dann werte ich das alles aus. Und egal, wer da noch dran teilnimmt, das zählt dann sozusagen nicht mehr. Nicht mehr. Oh, meine Stimme versagt. Entschuldigung. Ich klinge auch gerade ein bisschen zittrig. Kann das sein? Durch den Husten. Oh je. Und ja, stimmt ab.
Habt Spaß. Ich würde mich freuen. Die Auswertung kommt dann auf jeden Fall im Podcast. Und wann der Podcast stattfinden wird, das werde ich euch auf jeden Fall noch rechtzeitig mitteilen. Danke schon mal, dass ihr mein Gequatsche die ganze Zeit ertragen habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Teilnahme, bei der Umfrage. Und ja, wir hören uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.